Kind, die kein Theater kennt. Ja, ein richtiges Naturkind eben, das so spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Da würden Sie sich aber wundern, Herr. Weißt du was? Gib doch eine Annonce auf. Besserer Herr aus der Großstadt sucht dralles Mädchen vom Lande zwecks späterer Heirat. Das ist ja sozusagen ein Schlager. Das ist sozusagen eine Frechheit. Ja, und dabei diese Sandstimme. Das soll dir nicht ungestraft gedacht haben. Das ist eine schwere Beleidigung sämtlicher Schauspielerinnen. Bei mir hat gekracht. Bei mir hat jetzt wirklich etwas gekracht. Jetzt habe ich mich auf den Boccaccio gesetzt. Du drückst dich ja so vornehm aus. Bitte? Hier ist der Beweis. Jetzt wirst du gleich hören, dass du es gestohlen hast und wo du es gestohlen hast. Also bitte, du spiel mal dein Thema. Ich habe keine Beweise zu fürchten, lieber Freund. Danke, das genügt. Lächerlich. Einen Moment. Dir wird das Lachen gleich vergehen. Bitte. Na? Ist das gestohlen oder nicht? Ich stehle nicht. Ich verbiete dir derartige Kriminalinjurien, junger Fant. Otto! Womöglich hat der selige Visier von dir gestohlen. Gestohlen? Was, welchem Mangel an Feingefühl gestohlen? Es ist ja leicht möglich, dass ich mich im Unterbewusstsein ein klein wenig aus der Ferne an ihn anlehnte. Aus der Ferne, aus der Ferne. Aber warum sprechen wir immer nur von meiner Musik? Reden wir doch von deinen Texten. Mein Lieber, wenn dir mal zufällig was Eigenes einfallen sollte, dann wird mir auch ein guter Text dazu einfallen. Was Eigenes? Heute Nacht ist mir eine wundervolle Melodie eingefallen. Im Traum, im Schlaf, im Bett. Was sagst du erst jetzt? Nur mal los, spiel sie vor. Ich habe sie wieder vergessen. Aber meine Herren, Sie können sich ja beim Frühstück noch die Meinung sagen. Der Kaffee wird ja ganz kalt. Du, eine Menge Post ist da. Interessiert mich nicht. Oh. Auch nicht die Zeitungsberichte über deine Abschiedsvorstellung? Danke, ja. Da. Was ist denn da unten? Was gibt's denn da zu sehen? So ein unverschämter Mensch. Wer denn, wo denn? Schauspielerinnen sind keine Frauen. Ach so. Du, das ist bedenklich. Das ist ja sehr bedenklich. Ilkachen, du musst mir einen Gefallen tun. Gern, Liebling, was denn? Versuche festzustellen, wer diese beiden Männer von gestern Abend sind. Ach, gern. Hat aber Zeit bis nach dem Frühstück, nicht? Ilkachen, mein Kompliment! Du hast fabelhaft eingekauft! Ja, nicht wahr? Das ist sozusagen ein Schlager. Kopfblume, Kopfblume, sie bringen den Sommer zurück. Ja. Aber ich werde das Gefühl nicht los. Du treibst den ganzen Unfug nur, um den Mann mit der Samtstimme kennenzulernen. Ach, was, Ilkachen! Übrigens, hast du herausbekommen, wer die beiden sind und wo sie wohnen? Ja. No? Sie wohnen dort oben in dem hübschen Haus am Berg. Mich interessiert ja nur ein, was der Mann mit der Sandstimme ist. Wenn einer so über Schauspielerinnen urteilt, muss er ja ein furchtbarer Spießbürger sein. Wenn die Frau zu Hause predigt, nimm sie mit. Dann ist's erledigt. Was faselst du da? Hä? Wenn die Frau zu Hause predigt, nimm sie mit, dann ist's erledigt. Das ist ein Text, was? Ja, der stammt aber auch aus dem Volksmunde und ist nicht auf deinem Mist gewachsen. Glaubst du wirklich, dass wir auf dieser idiotenhaften Basis einen Text für unser Lied finden? Warum denn nicht?
Es sind ja schließlich mehr Kunstwerke im Zorn entstanden. Wieso Kunstwerke? Na, zum Beispiel du. Dich hat der liebe Gott im Zorn erschaffen. Du, wenn du schon wieder anfängst, dann hör ich auf. Aber Otto, ich habe dich doch ausdrücklich als Kunstwerk bezeichnet. Welch blumige Erscheinung. Reizend. Ja, das gibt's eben nur auf dem Lande. Siehst du so etwas jemals in der Großstadt? Oh ja, auf dem Maskenball. Blumen, meine lieben Herren, Blumen gefällig. Hä? Hey, du Mädel, das gibt's nicht, gell? Schau, dass du weiterkommst, wir kaufen nichts. Ich hab dich ja gar nicht gefragt. Ich hab ja schon mit den Herren da im Fenster verhandelt. Schau lieber, dass du weiterkommst, alter Depp. Was bin ich? Ein alter Depp nur. Machst du das vorkommst, oder ich rufe einen Gendarm. Zigeunerin. Ich bin keine Zigeunerin. Ich bin das Blumenmädel vom Papa Griff über die Tochter. Ja, das bin ich. Jetzt wäre ich aber windig. Na, nun lassen Sie mal, Stadler. Sie dürfen ruhig näher treten, Fräulein. Bitte. Ja. Was haben Sie denn Schönes zu verkaufen? Was ich zu verkaufen habe? Hm? Na, lieber Herr, haben Sie denn noch die Blumen gesehen, hä? Ja, ich habe ja nur so gefragt, um irgendwas zu sagen. Ja. Das haben die Leute aus der Stadt so an sich. Blumen kaufen geht dieser Trottel. Und ich habe keinen Text. Dem Josef fällt nichts ein. Das Lied ist wunderfein. Da ist noch jemand. Das ist mein Freund Bachmeier, ein Komponist. Sehr angenehm. Verehrtes Blumenfräulein. Ein Komponist? Hm? Sind Sie etwa auch ein Komponist? Nein, das ist der zeitgenössische Dichter Josephus Lechner. Juhu! Besteht Aussicht, dass wir in absehbarer Zeit weiterarbeiten? Bitte, was? Von mir aus? Warum wir ziehen? Warum wehren Sie, Dame? Ein Dichter und ein Komponist. So was habe ich ja noch nie gesehen. Das habe ich mir schon lange gewünscht. Sagen Sie, was sprechen Sie denn für einen eigentümlichen Dialekt? Das ist ja gar nicht bayerisch. Nicht direkt bayerisch. Wissen meine Mutter, ja, meine Mutter, die war eine Ungarin. Wie humorvoll. Ja, eine ungarische Tänzerin, so. Hey! Ja, als meine Mutter einmal in München aufgetreten ist, da hat sie auf dem Oktoberfest einen bayerischen Scharfschützen kennengelernt. Ja, und da bin ich. Deswegen spreche ich so ein bisschen gemischt. Du, ich glaube, ihr veräpfelt uns. Wie kommst du denn darauf? Das ist doch ein Naturkind. Naturkind? Aber das ist echtes Empfinden, das kommt von innen heraus. So, wenn wir nicht bald weiterarbeiten, kommt's mir auch von innen heraus. Sagen Sie, Fräulein, was kostet diese Blumenhandlung? Das alle? Ja. Na, 4,50 Mark. Zahl du's. Hm? Bitte? Das sind ja 5. Juhu, ist das ein Geschäft? Juhu! Auf Wiedersehen, Dame. Jetzt muss ich halt gehen. Ich bringe Sie hinaus. Da wird Sie sich nicht verlaufen. Auf Wiedersehen, Herr. Deins, mein Herz, und deins, mein Herz.
mich sehr freuen, wenn ich Sie einmal wiedersehen könnte. Was wollen Sie denn damit sagen? Na, ich meine, man sieht sich doch manchmal so zufällig wieder. Das ist schon wahr. Wenn Sie heute Abend an dem Platz vorbeikommen, wo die Kirmes ist, da kann schon sein, dass wir uns zufällig wiedersehen. Eine Stimme haben, die bei einem so ganz durcheinander klingt. Wer, ich? Es ist hier sonst kein anderer da. Wenn's nur nicht immer so blöd daherreden möchte. Gute Nacht. Verzeihen Sie, gnädigste, eine Frage. Sind diese Goldfische echt? Nein, das sind bronzierte Kieler Sprotten. Wie wunderlich. Gute Nacht. Verzeihen Sie. Darf ich Sie nach Hause geleiten? Ich esse nämlich Sprotten leidenschaftlich gerne. Sorgen Sie lieber dafür, dass man Sie nach Hause geleitet. Gute Nacht. Mädchen mit den goldenen Rocken. Leni. Josephine, wollen Sie nicht zu uns hinaufkommen? Ins Haus am Berg. Mitten in der Nacht? Sie scheinen ja ein ganz feiner zu sein, hä? Nein, ich meine natürlich morgen. Ab morgen. Wieso? Ab? Ja, sehen Sie, bei uns im Hause, da fehlt eine weibliche Hand. Es ist doch nur der alte Stadler da und der versteht natürlich... Ach, Sie brauchen ein Mädchen. Nein, nein, nicht doch. Wir brauchen eine Hilfe, eine Wirtschafterin. Eben eine weibliche Hand. Haben Sie sich verschluckt? Nein, ich bin noch da. Na? Na! Vielleicht. Aber können wir denn nicht... Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, sie war die Fischerin. So gesagt, den Fischer. Röstl. Du, Otto, es ist Zeit, wir wollen jetzt gehen, ja? Du bist mir ein viel lieber Freund. Zuerst schleppst du mich hierher, dann gehst du weg und wenn du weggehst, kommst du nicht wieder. Und wenn du wiederkommst, dann soll ich weggehen. Nee, du hast jetzt genug getrunken, ja? Du, weißt du, wer neben mir hier am Tisch gesessen hat? Wer denn? Die Meerjungfrau. Die Dame mit den Goldfischen. In Mützen, die meiste Schützen, Scheibenschützen. Doch, mein Bruder, jetzt gehen wir schon nach Hause, nicht wahr? Was mache ich zu Hause? Da ist doch nichts los. Aber morgen ist zu Hause was los. Warum? Ja, ich habe die Kleine sozusagen engagiert. Was für eine Kleine? Das Blumenmädchen. Wozu brauchen wir ein Blumenmädchen? Als Wirtschafterin.
Sieh mal, bei uns zu Hause, da fehlt doch immer eine weibliche Hand, ne? Also, durch die Blume gesprochen, eine Stütze für den Hausherrn. Ich habe selbstverständlich angenommen, dass ein Mann, der so schlecht über Schauspielerinnen spricht, ein Mann sein muss, der keine Ahnung vom Theater hat. Weißt du, wer der Mann ist? Keine Ahnung. Aber lass mich. Nein. Der Theaterschriftsteller Josef Lechner. Er schreibt hier eine Operette mit dem Komponisten Bachmeier. Na nun, komm schon. Was fangen wir mit diesen angebrochenen Vormittag an? Ja. Wir gehen noch irgendwohin. Aber was hält er denn ein? Mir fällt ununterbrochen fortgesetzt etwas ein. Ja, ja. Aber dir fällt gar nichts ein. Nicht einmal der Text zu unserem spanischen Lied. So, bitte, dichte doch. Tra-ra-ra, la-la-la-la, la-la-la. Also komm, la-la-la. Nun? Und? Hast du dein Ziel erreicht? Was für ein Ziel? Ich meine, du wolltest doch dem Herrn sicherlich beibringen, dass eine Schauspielerin auch eine durchaus vollwertige Frau ist. Und dass ein Naturkind nicht immer der Himmel auf Erden sein muss. Mhm. Aber das geht eben nicht so schnell. Ich fange erst morgen an. Aha, wie denn? Ich gehe in Dienst. Wohin? Ins Haus am Berg. Als was denn? Als weibliche Hand. Gute Nacht. Und ich bleibe allein zurück mit den geschossenen Goldfischen. Das ist sozusagen ein Schlager. Trari, tataram, pirlirim, pam, 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 ich kenn ein blondes Mädchen, das mir weit besser gefällt als alle anderen Mädchen auf dieser schönen Welt. Ach, ist das ein Text. Das ist ja eine Privatangelegenheit. Wen interessiert im Publikum, dass dir ein Mädchen gefällt? Und welches dir gefällt? Also mit dir ist heute überhaupt nichts anzufangen. Und du bist, seit diese Blumenfee aufgetaucht ist, total vertrottelt, total verblödet. Jo! Juhu! Schön. Wie der junge Frühling. Sogar mit eigenem Wagen. Was hast du gesagt? Schön wie der junge Frühling? Komm, schön wie der junge Frühling, schön wie der junge Frühling, schön wie der junge Frühling. Ist diese Welt? Ist diese Welt. Seit ich die Frau gefunden, die ja. mir gefällt. Wunderbar ist dieser Text und wie der passt. Weiter, weiter, weiter. Wollen wir uns wieder vertragen? Na. Na also. Schön wie der junge Frühling ist diese Welt, seit ich die Frau gefunden, die mir gefällt. Doch gestern war der Himmel so grau, so grau. So blau, so blau.
schön wie der junge Frühling ist diese Welt, seit ich die Frau gefunden, nur herrlich, die mir gefällt. Ach, sowas! Grüß Gott! Josephine! Grüß Gott! Ja, das ist lieb von Ihnen, dass Sie wirklich gekommen sind. Und Ihre Sachen haben sich auch gleich mitgebracht. Ja, was glauben Sie denn, was ich sonst in den Popkartonen drin habe? Maikäfer, hä? Ja, also der alte Stadler wird Ihnen dann Ihr Zimmer zeigen und über den Lohn sprechen wir noch. Ja, was wollen denn die Herren zum Mittagsspeisen? A Wiener Schnitzel? Oder Paprika-Gulasch? Ich schlüge vor Leberknödel. Leberknödel mit Sauerkraut. Warum gerade Leberknödel mit Sauerkraut? Na, aber das werden Sie doch ganz bestimmt wunderbar machen. Hm? Warum soll ich gerade Leberknödel wunderbar machen? Das ist doch etwas Hiesiges. Das ist doch auch Spezialität bei der Kannegießerin, hä? Hallo, Toni! Toni, du bist doch ein Kavalier. Darauf können Gnädigste sich verlassen. Du darfst keinem Menschen etwas sagen, dass du mich hier gesehen hast. Ich verrate nichts. Ehrenwort. Gib die Leberknödel her. Wie die kochen kann, was? Bei der Kannegießerin sind die Leberknödel bedeutend besser. Das sagst du doch bloß, um mich zu ärgern. Die Leberknödel von der Kannegießerin, die sind auch nicht annähernd so gut. Unwissender Fang. Gib dir die Antwort! Also, Josephine? Von jetzt ab werden wir Sie rufen. Also, das gibt's nicht, meine Herren! Aufstehen! Entweder ich für den Haushalt oder ihr. Hier wird jetzt einmal richtig sauber gemacht, in diesem Schweinestall. Schweinestall? Raus? Na, wir werden ja sehen, wer hier herausgeht. So, ausklopfen. Ja. Alle drei. Josef, wirf einmal einen Blick auf diese Dame an dem Tisch. Nicht so auffällig. Kennst du sie? Nein. Wer ist es denn? Ich kenne sie woher, weiß aber nicht woher. Archimedes und Penelope lassen grüßen. Ah, die Dame mit den Goldfischen und die Meisterschützin. Ach, Gnädigste, verzeihen Sie vielmals, dass ich Sie nicht gleich erkannt habe. Bachmeier, Otto Bachmeier. Ja, ich weiß. Das ist mein jugendlicher Freund und Mitarbeiter Josef Lechner. Ach, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Oh, das freut mich, gnädigste Frau, das freut mich. Wir wollen die Herren nicht Platz nehmen. Bitte. Danke sehr. Bitte. Danke. Lechner und Bachmeier. Die Herren arbeiten wohl hier gemeinsam an einem neuen Bühnenstück.
Aber Josephine! Gnädigste Frau, unser Heim ist gerüstet, Sie würdig zu empfangen. Otto, Verzeihung, Ihre Frau. Ja, bitte. Otto, Josephine hat die Halle noch nicht ganz aufgeräumt. Bitte bleibt doch mit der Ehefrau einen Augenblick hier. Oh, wenn es doch nur mehrere Augenblicke dauern würde. Dieses Mädchen fängt an, mir ausgesprochen sympathisch zu werden. Gnädigste Frau. Hören Sie mal, Josephine, das geht nur aber gut. Ja, wollen Sie denn nicht ein bisschen helfen? Hä? Na los, los! Wir haben nämlich Besuch mitgebracht. Eine Dame. Was? Damenbesuch bei zwei alleinstehenden Herren? Ja, schämen sich denn gar nicht? Aber Josephine, das klingt ja beinahe, als ob Sie eifersüchtig wären. Eifersüchtig? Ja, bin ich denn noch Schmor? Nimm jetzt doch die Dame als Wirtschafterin. So was brauchen Sie mich dann? Die werden mich lieber ums Essen kümmern. Die paar Sachen können Sie auch allein aufräumen. Und die lieben Goldfische, gnädigste Frau, bangen die sich nicht, wenn sie nicht daheim sind? Oh, Herr Bachmeier. Aber nein, ich glaube, sie bangen sich nicht. Sie sind ja zu zweit. Zu zweit? Mhm. Sehen Sie, gnädigste Frau, genau wie bei den Menschen. Es ist nicht gut, dass der Goldfisch allein sei. Darf ich bitten, meine Herrschaften? Die Führung geht weiter. Ah. Wir begeben uns nunmehr in das Innere des Hauses. Oh, wie gemütlich. Nein, wirklich, aber Sie haben das ja ganz entzückend hier oben. Es freut mich nun sehr, nächste Frau, dass Sie dieser Meinung sind. Unser bescheidenes Heim bietet zwar... Guten Abend, die Dame. Bleibt Sie etwa auch zum Essen hier, hä? Ja, die bleibt auch zum Essen hier. Ach, das ist ja schon eine ältere. Unsere kleine Wirtschafterin hat manchmal eine große Schnauze. Aber ich bitte Sie, übrigens für eine Wirtschafterin sehr jung und sehr hübsch. Ja, nicht wahr? Was soll ich denn kochen? So, Toni, eilig, damit die Herrschaften nichts warten brauchen. Sowieso schon höchste Zeit. Jawohl, Frau Wirtin. Darf ich fragen, liebe Dame, wie Ihnen das Essen geschmeckt hat? Das Essen, liebes Fräulein, erinnert mich lebhaft an Frau Kannegießer. So, na, da soll ja das Essen sehr gut sein. Sehr gut sogar. Na, dann, was rennt der Herzog Schmoin daher? Erinnert mich lebhaft. Wie unzivilisiert, aber Josephine. Aber lassen Sie sie doch nur. Ich habe solche urwüchsigen Naturkinder furchtbar gern. Ja, nicht wahr? Ich auch. Nein, ist das komisch. Bitte? Was ist komisch? Ja, Sie wollten mir doch aus Ihrer Operette etwas vorspielen. Aber gerne. Komm, Josef, wir spielen vierhändig. Da klingt es voller. Schön wie der junge Frühling. Drei, vier. Gefunden, der
wunderbar. Oh, Fräulein Josephine, mir fehlen ja die sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Sie trillern ja wie eine Lerche. Wo haben Sie denn die wunderbare Stimme her? Schon wieder so eine saublöde Frage. Gewonnen hab ich's. In der Lotterie. Eine saublöde Fragerei. Sehr richtig. Aber woher kennen Sie die Melodie und den Text so gut? Na, ich höre doch den ganzen Tag dieses Geklimper. Geklimper, deine Musik. Und die Gstanzeln. Gstanzeln und deine Verse. Meine Herren, es hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich hoffe, wenn ich wiederkomme, höre ich wieder etwas aus Ihrer Operette. Die nächste Frau wollen schon gehen. Schon? Höchste Zeit. Oh, wie schade. Die Dame könnte ja auch bei uns übernachten. Ach nein, liebes Fräulein, das ist nicht gut möglich. Eine Dame kann doch nicht bei zwei alleinstehenden Herren übernachten. Sie schon, ihnen passiert nichts. Ich passe auf. Gnädigste Frau, gestatten Sie, dass ich Sie nach Hause geleite. Oh, bitte, bitte. Herr Lechner geht sicherlich auch gerne mit. Das ist sehr liebenswürdig, gnädige Frau. Gute Nacht, liebes Fräulein. Gute Nacht, liebe Dame. Und wenn du nicht verrückt bist. Gleichfalls, liebe Dame, gleichfalls. Gute Nacht, Josephine. Gute Nacht, kleine Lerche. Gute Nacht. Damit du mich niemals vergisst. An mich sollst du nur denken, auch dann, wenn du nicht bei mir bist. Was dir mein Herz schlägt, verstehst du doch kein Mord. Mein Herz will ich dir schenken, so verliebt, so verliebt, so verliebt bin ich heute. Nacht, Otto. Gute Nacht, Josef. Schlaf gut. Ich werde so frei sein. Du, Otto? Was ich denke? Ich möchte noch ein bisschen arbeiten. Hast du vielleicht das Manuskript hier? Ja, glaubst du denn, ich schlafe darauf? Mir traue ich alles zu. Wo ist es denn? Nun, wo wird's denn sein? Unten in der Halle, wo es immer ist. Blöde Fragerei. Kleine hat ganz recht. Fräulein Josephine ist keine Kleine. Und ganz besonders nicht deine Kleine. Weißt du was? Ja, ich weiß. Du mich auch. Aber ich habe ja etwas ganz anderes gemeint. Mir geht die Stimme von dem Mädel nicht aus dem Kopf. Die singt ja, als ob sie es gelernt hätte. So etwas von einer Naturstimme. Der könnte man ja direkt eine kleine Rolle geben. Meinst du nicht auch? Meinst du nicht auch? Musik.
Josephine, Mädel. Was haben Sie denn? Verzeihen Sie, ich war ein bisschen eingeschlafen. Warum sitzen Sie denn gerade hier am Flügel? Können Sie etwa auch Klavier spielen? Wieso auch? Na, das würde mich gar nicht wundern, nachdem Sie vorhin so schön gesungen haben. Nein, Klavier spielen, das kann ich nicht. Ich habe nur ein bisschen da drin herumgelesen. Lesen kann ich. Na, und wie hat Ihnen denn das Buch gefallen? Na, gefallen hat mir's ja ganz gut. Ich verstehe ja nichts davon. Ich habe ja keine Ahnung vom Theater. Hm? Nur wissen Sie, manchmal sprechen die Leute so komisch. Komisch? Ja, so unnatürlich, so aufgeblasen. Wissen Sie, besonders diese Hauptperson, diese blonde... Carmen. Hä? Blonde Carmen. Naja, die war doch auch so ein einfaches Mädel ist wie ich. Na, schaut's mal hier. Warten Sie mal. Naja, hier. Nie will ich vergessen, wie deine Arme mich umschlungen haben. Wie deine Lippen die meinen fanden. Na, Kind, wer redet denn so? Josephine, wie würden Sie denn sagen, Na, das weiß ich nicht. Es ist ja auch schon viel zu spät. Gute Nacht, Herr Lechner. Josephine, wie würden Sie denn sagen? Na, ich würde vielleicht sagen, schön war es, wie du mich in deine Arme genommen hast und mir einen aufgedrückt hast, dass ich nimmer mehr hab schnaufen können. Das ist nett. Das mit dem Schnaufen, das ist besonders nett. Gell? Das freut Ihnen. Das gefällt mir sogar sehr. Ich kann nimmer mehr schnaufen. Deswegen gefällt es mir ja gerade so gut. Erst muss ich eine halbe Stunde auf den Kaffee warten und jetzt bringen Sie ihn. Wo ist denn das Fräulein Josephine? Ja, wie ich das Fräulein heute früh aufgeweckt habe, da hat sie gesagt, sie möchte noch weiter schlafen. Was? Ja, und ich möchte den Buckel runterrutschen. Haben Sie das getan? Nein. Zustände sind das. Wo ist denn der Herr Lechner? Da unten im Garten. Josef! Guten Morgen, alter Seeräuber! Na, du scheinst dir heute sehr gut aufgelegt zu sein. Bin ich auch! Seit wann reißt du den Blumen aus? Für wen sind die? Oh, die kann man ja irgendwo hinstellen. Die musst du aber sehr bald irgendwo hinstellen, denn wir müssen nach Berlin. Wieso? Ein Telegramm ist gekommen von Direktor Kruse. So, was will er denn? Wir sollen nach Berlin kommen, er will die Premiere früher ansetzen. Ha. Von mir aus kann er ansetzen, so viel er will. Ich bleibe hier. Ich fahre nicht mit. Lass deine blödsinnigen Scherze. Wir müssen uns nach dem Direktor richten. Aber ich bleibe hier. Im Ernst? Im Ernst. Wahnsinniger Romeo. Wahnsinniger. Hallo? Fräulein, ich bitte ein dringendes Gespräch nach Berlin. Westend 7730. Voranmeldung Direktor Max Kruse. Wie? Nein, Fräulein, nicht Dr. Mabuse, Direktor Max Kruse. Kruse, jawohl. So, Josef, ich habe soeben ein dringendes Gespräch nach Berlin, Direktor Kruse, angemeldet. Ich bleibe hier. Darf ich mir die jetzt noch höfliche Frage erlauben, ob du den Verstand plötzlich verloren hast? Schön wie der junge Frühling. Ich liebe dich. Aha, daher die Blumen. Willst du vielleicht künftig ihn an Josephinens Seite Ackerbau und Viehzucht treiben? Hä? Das würde mir wahrscheinlich weit besser gefallen als euer ganzer Theaterkram. Eine dringende Voranmeldung aus Andreasberg für Herrn Direktor Max Kruse. Herr Direktor, ein dringendes Gespräch aus Andreasberg. Das kann nur der Lechner sein oder der Bachmeier. Hallo, Direktor. Ja, hier ist Bachmeier. Servus. Ihr Telegramm habe ich bekommen. Lechner will nicht mit nach Berlin. Er will hier bleiben. Ackerbau und Viehzucht will er treiben. Ich werde ihm den Kopf schon zurechtsetzen. Nein, ich hole ihn persönlich. Morgen bin ich dort. Tag, Bachmeier. Der Lechner will nicht mehr schreiben. Ackerbau und Viehzucht will er treiben. Na,
Das ist sozusagen ein Schlager. Die Frau hat geklingelt. Ja. Toni, sag unten bitte an, dass ich heute nicht zum Abendessen da bin. Ja, wirklich, Frau. Da können Sie selbst sehen, wie er es treibt. Er ist nicht einmal hier, wenn Sie kommen. Ja, wo ist er denn? Er macht eine lyrische Dämmerpromenade. Mit ihr. Mit welcher ihr? Na, mit den Mädel, mit der Josephine. Die ist doch an der ganzen Sache schuld. Was für ein schönes Bild. Ich kenne das Bild schon. Nun schau dir die Kühe. Ich mag keine Kühe. Was, du? Du magst keine Kühe? Weißt, wenn man so mit die Kühe groß geworden ist, da gewöhnt man sich halt dran, wie ihr in der Stadt an die Autobusse. Und wenn man ein paar dünne Schuhe anhat, da ärgert man sich bloß, wenn man in so eine Kuhsache hineintritt. Aber Josephine, na, du bist wirklich manchmal zu unpoetisch. Also komm. Das Bild spielt auf dem Opernplatz in Barcelona. Wo? Auf dem Opernplatz? Das kann ich nicht bezahlen. Erst zuhören, dann zahlen. In diesem Opernhaus, das wir auf der Bühne sehen, auf Ihrer Bühne soll die Premiere einer Jazz-Oper stattfinden, mitten im Herzen des spanischen Landes. Die blonde Carmen hat aber alle spanischen Straßenmusikanten zusammengetrommelt. Und als die Premierengäste kommen, spielen die Musikanten zum Protest das spanische Tanzlied. Sehr hübsch, wirklich, auch originell. Aber wie stellt ihr euch das mit den Straßenmusikanten vor? Ein Dutzend könnte man ja auftragen. Ein Dutzend? Ha! Mindestens 50 bis 60. Ihr seid wohl verrückt, Herr Rektor. Wie sieht denn das aus? Stellen Sie sich das doch einmal bildlich vor. Also spielen Sie, bringen Sie mich in Stimmung. Ich will mir es bildlich vorstellen. Du musst natürlich nach links. Ah, so wird's richtig. Und die Musikanten kommen auf die Treppe. Gut so. Jawohl. Blonde Carmen spielt Willi Costa. Zu wenig Musikanten. Was ist das? Ah, mehr Temperament! Viel temperamentvoller muss das sein! Ah, so das ist es. Noch mehr Musik! Aber viel mehr Musik! Und noch viel mehr! Sehr zufrieden bin ich. Und wir nehmen 100 Musikanten. Ach, das ist sozusagen ein Schlager. Grüß Gott, Direktor. Verzeihen Sie bitte, ich habe mich ein bisschen verspätet. Tag, Rechner. Der Bachmeier hat mir einen Teil vorgespielt. Ja? Sehr schön. Ich bin begeistert. Das freut mich sehr. Und die Sache wollen Sie im Stich lassen? Eigentlich ja. Eigentlich? Bachmeier, Sie haben mir doch gesagt, es wäre ernst. Wozu bin ich nun eigentlich hierher gekommen, hä? Es war mir auch ganz ernst. Das heißt, es ist mir auch ganz ernst. Sie scheinen noch nicht ganz genau zu wissen, was Sie wollen. Hat er noch nie gewusst. Josef, wir müssen nach Berlin. Die Premiere soll 4 Wochen früher sein. Willst du dir alles zerstören? Also, ich bleibe hier. Also das ist sozusagen ein Schlager. Sie, das sage ich. Pardon. Was willst du denn in der Küche? Ich. Na, wer sonst? Wenn du nur nicht immer so blöd fragen würdest. Ich hab nicht gern, wenn Männer in der Küche herumlungern. Aber Josephine, ich wollte dich ja nur etwas fragen. Was würdest du sagen, wenn ich fort müsste? Na, da könnte man nichts machen.
Könnte man nichts machen? Ist das alles? Und du fragst nicht einmal, ob du mitfahren kannst? Mitfahren? Ich? Was wird denn der Anton dazu sagen? Du hast einen Anton? Ein Mädel wie ich wird doch einen Anton haben. Mindestens einen. Ja, davon hast du mir ja niemals etwas gesagt. Na, ich hab den Anton auch sitzen lassen, wie du gekommen bist. Aber jetzt, wo du mich sitzen lässt, na, jetzt geh ich halt wieder zum Anton. Das ist halt eine ganz natürliche Sache. Natürlich? Natürlich nennst du das? Ja, natürlich. Das Mädel, das da im Garten die Wäsche abnimmt, ist das der Grund, weswegen der Lechner hier bleiben will? Jawohl. Die hat ja eine unglaublich gute Stimme. Hat sie. Und wie die tanzen kann. Tanzen kann sie auch? Wissen Sie, Bachmeier, ich kann den Lechner beinahe verstehen. Verstehen kann ich ihn auch, aber nicht begreifen. Grüß Gott, meine Frau. Guten Abend, Fräulein. Und weibliche Hand, wie geht's dir denn hier? Du, ich habe meine Wette gewonnen. Nein. Er hat genug von Josefinchen. Er tobt, er kocht. Er kocht? Er kocht vor Wut. Er hackt Holz vor Wut. Die Dame von gestern ist schon wieder da. Och. Oh, mein lieber Herr Bachmeier, guten Abend. Dasselbe, dasselbe. Ich danke Ihnen schön für Ihre liebenswürdige Einladung. Na, das ist ja sozusagen ein Schlager. Darf ich vielleicht die Herrschaften bekannt machen, Herr? Ich bin ich. Wir kennen uns.
Wie geht es dir? Und dir? Danke. Du siehst immer noch sehr gut aus. Du bist auch nicht jünger geworden. Aber die Herrschaften scheinen sich ja sehr gut zu kennen. Na hören Sie, wenn man 15 Jahre verheiratet ist. Was stehen Sie dort herum? Lachen Sie gefälligst draußen. Na ja, ich gehe ja schon. Ich wollte nur sagen, Sie sollen sich hinsetzen. Ich bringe schon das Essen. Tja, dann müssen wir uns wohl wirklich hinsetzen. Du bist ja schon wieder da. Ja, ich habe dir nämlich etwas zu sagen, Josephine. So? Was denn? Ich fahre nicht nach Berlin. Ich bleibe hier. Also, dann, wenn du bleibst, dann gehe ich. Ach. Ach so, wahrscheinlich zu diesem Anton, ja? Zu was für Anton? Ah, zu Anton? Hm? Oh, ja, ja, zu Anton. Liebst du ihn denn so sehr? Josephine, du liebst ihn natürlich nicht. Wenn eine Frau sagt, dann liebt sie doch nicht. Josephine, du darfst nicht zu ihm gehen. Das wäre ja dein Unglück. Wieso mein Unglück? Er will mich doch heiraten. Vielleicht will ich das auch, Josephine. Sag das bitte nochmal. Ich will dich heiraten, Josephine. Ich bin schon ganz schwach vor Hunger. Ist doch unmöglich. Wo bleibt denn diese Blumenfee mit dem Gulasch? Aber ich passe doch gar nicht zu dir. Du bist doch ein Studierter. Und was bin ich? Aber das ist doch gerade das Wunderbare daran. Ich habe doch einen so einfachen, schlichten Menschen wie dich schon immer gesucht. Na und wenn ich auch so eine studierte Dame wäre? Ach. Oder sogar eine vom Theater? Hättest du mir dann auch den Antrag gemacht? Auf was für Ideen du kommst? Bitte, ich will es aber wissen. Ja oder nein? Nein. Denn dann wäre ich dir aus dem Wege gegangen. Ich habe jetzt nämlich genug von diesen neunmal klugen Frauen. Bitte nein. Bitte nicht. Und folgt einer Verlobung stets der Verlobungskuss. Bitte nicht küssen. Ich schreie. Was war denn? Hat's Krach gegeben? Schlimmer? Nein. Was ist aus? Schlimmer? Ja, aber was ist denn los? Wir haben uns soeben verlobt. Das ist ja die Höhe. Das ist ja der Gipfel. Das ist ja die Höhe des Gipfels. Dann reg dich nicht auf, alter Junge. Das hat nämlich gar keinen Zweck. Jetzt trinken wir ein paar gute Flaschen drauf und nach Berlin noch. Da müsst ihr schon ohne mich fahren. Na, das ist ja sozusagen ein Schlager. Ein Schlager? Wenn ich ihm aber jetzt sage, dass ich Maria Barkasch bin, dann ist es doch aus. Ja, ja. Und das darf unter gar keinen Umständen sein. Mhm. Die Liebe. Ja, die Liebe. Ach, Ilkachen, wenn ich bloß wüsste, wie ich ihm beibringen soll, dass du Schauspielerin bist. Ja. Du, ich hab's. Was? Was sag? Es gibt einen Ausweg. Das Naturkind muss Schauspielerin werden. Du, das ist eine ausgezeichnete Idee. Aber wenn er was dagegen hat, dass ich zum Theater gehe. Na, das werden wir schon machen. Ich sage ganz einfach zu Max, engagiere doch Josephine für eine kleinere Rolle. Erstens hat das Mädel wirklich eine schöne Stimme und wenn ihr sie mitnehmt nach Berlin, dann kommt der Herr Josef ganz bestimmt mit. Eine herrliche, eine strahlende Eingebung. Das ist sozusagen ein Schlager. Wundervoll, wundervoll. Hervorragend. Du bist noch ganz die Alte. Wie meinst du das? Oh, alt im Sinne von wertvoll.
Wo ist denn die kleine Kunstjüngerin? Da ist sie ja. Stellen wir erst einmal das Hausgerät beiseite. Warum nehmen Sie mir das Tablett weg? Wir haben etwas sehr Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Wir haben Ihnen ein nie wiederkehrendes Angebot zu machen. Ja, wir bieten Ihnen die zweite weibliche Hauptrolle in der Operette Die blonde Carmen. Also bitte. Was bieten Sie mir an? Eine Hauptrolle in unserer neuen Operette. Ja, bitteschön. Ist das Ihr werter Ernst? Natürlich, Fräulein Josephine. Wir haben Sie singen gehört, wir haben Sie tanzen gesehen und... Und haben uns gemeinsam gesagt, dieses Talent darf nicht unentdeckt bleiben. Wir machen aus diesem Naturkind eine Schauspielerin. Tja, aber wieso wollen Sie aus mir eine Schauspielerin machen? Ich bin doch schon eine. Wieso sind Sie schon eine? Wieso? Schon wieder so eine blöde Frage. Weil ich schon Theater gespielt habe. Ja, ja. Hier im Dorf. Zweimal zu Weihnachten. Das Rotkäppchen. Ja, umso besser. Da ist Ihnen ja die Bühne nicht mehr fremd. Na, na, na. Das ist ja ein Grund mehr, unser Angebot anzunehmen. Na ja. Und dann will ja Bühnenstern werden. Herrlich. Da ist ja der Vertrag perfekt. Und mit Handschlag besiegelt. Hallo? Was ist denn das hier für eine Festversammlung? Mein lieber Herr Lechner, im Leben gleicht sich alles aus, sozusagen. Sie wollen nicht mit. Dafür kommt eine Neuentdeckung nach Berlin. Eine Neuentdeckung? Mhm. Was denn für eine Neuentdeckung? Hier, das Fräulein Josephine. Josephine? Ja, was soll denn Josephine in Berlin? Die zweite weibliche Hauptrolle in ihrer Operette spielen. Ach, mach doch keinen Unsinn. Nichts liegt uns ferner. Fräulein Josephine ist bereits engagiert. Im Ernst? Josephine, willst du denn wirklich nach Berlin? Ich muss. Mein Beruf zieht mich dorthin. Herrschaften, das ist doch ein Unsinn. Das kann sie doch überhaupt gar nicht. Was? Das kann ich nicht? Ich bin doch eine natürliche Begabung, nicht wahr, Herr Bachmeier? Natürlich kann sie das, törichter Zweifler. Wer singt das Lied besser als Sie? Josephine? 3, 4. Jeder kann dich küssen und jeder soll's wissen. Ich bin augenblicklich so überglücklich. Schön wie der junge Frühling ist diese Welt, seit ich den Mann gefunden, der mir gefällt. Aus der Lerche wird nie ein Star. Na, ich habe es euch ja gleich gesagt, dass ihr das nicht kann. Aber meine Herren, was wollen Sie denn? Sie waren doch so begeistert von mir, als Sie in Ihrem Landhaus beim Stricken gesungen hat. Ja, gnädige Frau, beim Stricken. Deswegen kann man doch einen Menschen noch nicht auf die Bühne stellen. Herr Direktor, bin ich hier als Operettensängerin engagiert oder nicht? Ja, natürlich, Fräulein Koster. Und warum lassen Sie denn diese talentlose Paprikaschote das Lied singen, das ich tausendmal besser singen kann?
weil das Lied zu der Rolle der talentlosen Paprikaschote gehört, Fräulein Kotzdarf. Gehört zur Rolle. Dann werde ich Ihnen einmal etwas sagen, Herr Direktor. Wenn dieser Trampel das Lied singt, will ich nicht. Jetzt werde ich Ihnen mal was sagen, Fräulein Costa. Die Kleine wird das Lied singen und Sie werden trotzdem spielen. Und damit basta. Gar nichts ist hier basta, Herr Direktor. Das wäre ja wohl noch schöner. Gott sei Dank habe ich es nicht nötig, mich von Ihnen misshandeln zu lassen. Fräulein Costa! Ich gehe! Vielleicht spielt Ihnen Ihre Unschuld vom Lande meine Rolle auch noch mit. Aber nicht doch so große Bewegungen machen. Sie war viel natürlicher, viel inniger. Ich kann nicht inniger. Ich kann nicht sagen zu einem fremden Mann, ich liebe dich. Das kann ich euch. Das kann ich nicht. Aber Josephine, das ist doch gar nicht ernst gemeint. Nein, wenn ich das sage, das stört dich nicht. Aber nein. Auf der Bühne, da ist das doch nur gespielt. Das ist doch alles nur Theater. Aha, alles nur Theater. Niemals. Ach so, also wenn du mich lassen verlierst, schnell zum Herrn Direktor. Regiesitzung. Was ist denn los? Entschuldige bitte. Josephine, was ist denn, Ilkanchen? Denk dir, die Costa hat die Rolle abgegeben. Ja. Costa spielt nicht. Weißt du, was wir jetzt machen? Ja, dann müssen wir also die Premiere verschieben und uns eine neue Carmen suchen. Aber wo nehmen wir eine neue her? Na, vielleicht singt die Costa doch, wenn man ihr... Ach, was, seien wir froh, dass wir die los sind. Das war nie eine Carmen. Das war immer eine Fehlbesetzung. Tja, ich weiß auch niemand. Aber ich. Wen denn? Die Maria Barkas. Maria Barkas? Ja. Ist das die Barkas aus Budapest? Jawohl. Sie soll doch ganz groß sein. Die ist noch größer. Die kriegen wir ja nie, Ilka. Also gib mir das Material. Ich bin sehr mit ihr befreundet. Ich garantiere dir das Spiel. Na, das ist ja sozusagen ein Schlager. In 20 Minuten soll die Premiere beginnen und die Hauptdarstellerin ist nicht da. Das, was wir hier spielen, ist keine Operette. Das ist ein Glücksspiel. Dabei hat mir meine Frau hoch und heilig geschworen, dass die Barkas 2 Stunden vor der Premiere zu einer Verständigungsprobe da ist. Jetzt ist sie nicht einmal zur Premiere da. Da gibt es nur eines. Abblasen. Alles abblasen. Mensch, Bachmeier, das Haus ist ausverkauft. Vielleicht kommt sie gleich, dann können wir erst die ersten Bilder durchsprechen und in der Pause die letzten. Und wenn sie nicht gleich kommt? Wenn sie in 10 Minuten nicht da ist, wandere ich aus. Direktor, da nehmen Sie mich mit. Zu zweien wandert sich's besser. Ach bitte, Frau Ilka, Sie helfen doch Josephine auch beim Ankleiden. Ja, natürlich, Ei. Das ist ja schon das 2. Klingelzeichen. Vielleicht ist die Barkas doch schon da. Ich lauf mal schnell runter und sehe nach. Ja, sehen Sie mal schnell nach. Ach, der arme Junge. Du weißt die Garderobe Bescheid? Ja, sie weiß Bescheid. Niemand darf in die Garderobe der Barkas. Nun, die kleine Mangold ist auch schon fertig. Wie sieht sie aus? Gut, komm. Kommen Sie mal her, Kleine. Na, was sagst du? Reizend sehen Sie aus. Ja, die Herren werden entzückt sein, dass Sie für den Trampel Josephine die Rolle spielen. Aber Frau Barkas dafür. Maria, um Gottes Willen, mach dich fertig. Ja, lauf nur runter. Von mir aus kannst du losgehen. Ja, da gibt es doch nur eine Möglichkeit. Man muss eben dem Publikum mitteilen, dass die Premiere verschoben wird. Das musst du machen. Wir beide wandern aus. Ha, ha! Wo ist denn die Chardasch, Barkas? Wo soll sie denn sein? In ihrer Garderobe? Was? Die Barkas ist schon im Theater? Ja, aber wo ist sie denn hereingekommen? Na, durch den Haupteingang. Na, da hätten wir ja bis nach der Premiere hier sitzen können. Dann sprechen wir doch schnell die ersten Bilder mit ihr durch. Nein, das ist nicht notwendig. Ich habe jedes Bild ganz genau mit ihr besprochen. Na, jetzt hat ja alle Not ein Ende. Komm, Josef! Alles auf die Plätze, rasch! Allmächtig! Fräulein Josephine, Sie haben ja ein falsches Kleid an. Wieso ein falsches? Aber das ist doch das Kleid von der Barkas. Sie müssen sich schnell umziehen, die kann ja nicht auftreten. Schnell! Ich sehe mir aber nicht mehr rum. Soll die sich was anderes anziehen? Sind ja genug Kleider da? Herr Lichter, ich bitte Sie.
Was hast du denn da an? Gefällt es dir? Aber das ist doch das Kostüm von der Barkasch. Jawohl. Also ausziehen. Sofort ausziehen. Nein, ich will aber in diesem Stuhl. Das Kleid nicht viel besser wie meins. Siehst sofort das Kleid aus. Nein, warum denn? Wie kann man bloß so dämlich sein? Sieh's aus. Maria Barkasch soll auftreten und steht völlig unbekleidet da. Na, dann will ich auftreten. Was sie kommt, kann ich schon lang. Aus! Alles aus! Alle Kassiererinnen an die Kasse. Wieso? Kommen noch Leute? Nein, sie gehen. Gleich! Alle! Was ist denn passiert? Josephine ist soeben für die Barkasch auf die Bühne gegangen. Thank you.
erste Liebe gleich erglüht.